Ja, hallo, grüße dich. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing und in diesem Video geht es um Fragen, wer fragt, der führt. Ja, geschlossene und offene Fragen. Wenn dich das Thema interessiert, dann bleib kurz dran. Nach dem Intro sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, hallo, grüß dich. Also in diesem Video geht es um Fragestellungen. Also, du weißt vielleicht schon, wer fragt, der führt im Gespräch. Ja, das heißt, wenn du fragst, ja, dann bekommst du letztendlich sehr viel mehr Informationen von deinem Kunden, von deinem Gegenüber, als wie wenn dein Kunde ständig dich was fragt oder du ständig erzählst, ohne dass er dich überhaupt, was noch schlimmer ist, nach irgendwas Konkretem gefragt hat. Und davon gibt es leider nach wie vor eine ganze Menge von Leuten, das sind eigentlich letztendlich so Präsentatoren, die haben auch ihre Berechtigung, wenn es eben darum geht, eine Präsentation zu halten, aber nicht, wenn es darum geht, Bedarfsermittlungen zu machen zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Lead-Generierung zu machen, einen Kunden besser kennenzulernen, ein Profiling zu erstellen von der potenziellen Situation des Kunden und so weiter und so fort. Ist es in der Regel immer besser, wenn man hier nur zu 80% den Kunden sprechen lässt und dazu muss man eben entsprechend Fragen, die man sich am besten vorher schon ausgedacht hat oder überlegt hat, zumindest zum gewissen Teil. Das wäre dann das Thema vom Leitfaden oder vom Skript. Und das, was ich hier noch an dieser Stelle nochmal, ich denke, vielleicht bis dahin wusstest du das auch schon, aber was ich hier an der Stelle eben nochmal kurz betonen möchte, wo man auf jeden Fall aufpassen muss, ist, dass wir im geläufigen Alltag, wir als Menschen, eher geschlossene Fragen stellen. Das heißt, wir wollen möglichst schnell zum Punkt kommen. Ja, wenn ich jetzt, das trifft häufig auch ganz gut Männer, weil Männer einfach ohne große Umschweife in der Regel ihre Konversationen führen. Ja, das heißt, ein Mann fragt was und will ein Ja oder Nein. Ja, will einfach Klarheit. Ja, bei Frauen ist es manchmal ein bisschen anders, aber da will ich jetzt nicht zu sehr in dieses Thema reingehen. Ja. Die reden manchmal ein bisschen drumherum und am Ende wollten sie eigentlich nur ein ganz deutliches Ja und Nein, wie ein Mann halt eben auch, aber eben über gewisse Umwege. Und genau das, was letztendlich in unserem Alltag, wenn wir uns unterhalten in unserer Privatsphäre oder wo auch immer, so geläufig ist, ja, müssen wir im Verkaufsgespräch, in der Telefonakquise, in der Neukundengewinnung, in der Telefonakquise B2B müssen wir das eben umdrehen. Ja? Das müssen wir eben genau umdrehen. Wir müssen hier einfach offene Fragen stellen, verlaufsoffene Fragen, weil nur so kriegen wir einfach Informationen, unbiased information, also quasi Informationen ohne Vorwegnahme, also ohne Suggestion. Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, diese oder jene Software hat doch einen ziemlich schlechten Ruf, habe ich recht? Und dann kannst du einfach nur noch sagen, naja, ja, das stimmt oder eben nein. Ja? Und ich nehme aber jetzt nicht schon vorweg, dass diese Software einen ziemlich schlechten Ruf hat. Ja? Aber ich möchte ja die unbiased Opinion, also quasi die eigentliche Meinung, die unbeeinflusste, die von mir unbeeinflusste Meinung meines Kunden möchte ich ja hören. Ja? Er möchte ja genau wissen, woran bin ich, welche Vorzüge hatte, welche Erfahrungen hatte gemacht, mit welchen Produkten vielleicht schon, etc. etc. Also ich möchte möglichst offene Fragen stellen, ja, kurze, knappe Fragen stellen und dann möglichst lange den Kunden oder den potenziellen Kunden in der Neukundengewinnung reden lassen. Und das funktioniert auch sehr gut, denn wenn ein Mensch erstmal anfängt zu reden, ja, und über ein Thema redet, das ihn sehr auch emotionalisiert bewegt, also zum Beispiel, er ist mit irgendwas nicht zufrieden gewesen, ja, oder mit irgendeinem Support oder mit irgendeinem Service von einer bestimmten Firma, von einem bestimmten Hersteller in der IT, Neukundengenerierung zum Beispiel, ja, dann reden die meistens sehr, sehr, sehr lange und sehr häufig. Da muss man teilweise sogar den Kunden dann ab und zu mal unterbrechen und mal wieder eine neue Frage stellen, ansonsten betrifft, sonst gibt es ein Overselling, ja, dass man letztendlich schon längst die Informationen hat, die man eigentlich wollte und der Kunde hört dann gar nicht mehr auf zu reden und dann hat man vielleicht 30, 40 Minuten Gespräch, aber letztendlich nicht alles abgedeckt an Informationen, wie man es eigentlich bräuchte für ein
fundiertes Profiling. Ja, das kann auch passieren. Ja, passiert sogar relativ häufig, besonders wenn es irgendwelche Beschwerden gibt oder Bereiche, wo der Kunde eben schlechte Erfahrungen gemacht hat und man hier genau drauf auf den richtigen Knopf gedrückt hat, dann muss man eben den Kunden führen. Und es geht nur über Fragestellung. Also wer fragt, der führt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und immer offene Fragen stellen, denn ansonsten werden die Antworten sehr, sehr knapp. Ja, also wenn du nur Fragen stellst, geschlossene Fragen, nichts anderes als wie Fragen stellen, auf die ich ja mit ja oder mit nein antworten kann, das hilft uns eigentlich letztendlich nicht weiter, weil dann ist meine Frage länger wie die Antwort. Ja, selbst wenn die Frage nur aus 5 Wörtern bestehen würde, die Antwort ist dann eben nur ja oder nein und das bringt uns einfach alle dann nicht weiter in der Lead-Generierung. So, das soll es gewesen sein zum Thema Fragestellungen und wer fragt, der führt. Ja, wenn du jetzt noch irgendeine Frage hast zu diesem Thema, zu diesem Video oder zu irgendeinem anderen Thema, was Neukundengewinnung, Neukundenakquise am Telefon oder auch vor Ort betrifft oder auch digital oder die Verknüpfung daraus, dann schreib mir doch bitte hier unten in die Kommentare das rein oder kontaktiere mich einfach auf ein unverbindliches Telefonat, ja, hier unten auf klein-marketing-termin und dann den Link findest du hier unter dem Video und dann würde es mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, dein Thomas Klein und ciao.